In der letzten Folge. In Cartagena entdecken die Passagiere Iris und René den perfekten Tropfen Rum. Also das macht es auf jeden Fall mal anschaubar. Man versteht jetzt mal die Zusammenhänge. Während zwei Schwestern im kolumbianischen Mangrovenwald in einen Stau geraten. Ah, die sind stecken geblieben. Küchenchef Jörg Schwab lässt zwei Krautwicklerinnen nachsitzen. Was jetzt noch fehlt, ist der Geschmack. Und auch für Schreinerpraktikant Günther nehmen neue Herausforderungen kein Ende. Müssen wir ein bisschen mehr machen. Aber hilft halt nichts. Die Prinzessin hält Kurs auf Panama. Kapitän Elmar Mühlebach wird jedoch nicht sofort in den Kanal einfahren, sondern legt im Hafen von Colón an. Und natürlich ist auch hier die Unterstützung durch einen Lotsen erforderlich. Good morning, sir. Nice to meet you, Elmar. Deeply welcome. Thank you. So, pilot, everything fine? Turn to port and we go backwards with port side, if you agree? Yes. That's good. Fine. Ganz viele Schiffe vor Anker warten auf ihre Einfahrt. Wir fahren jetzt so quasi auf Standby-Position erstmal in den Hafen. Interessante Ausflüge warten auf uns. Wir fahren jetzt rein, haben die Order vom Lotsen bekommen, erstmal weiterzufahren. Das ist eine lange Rinne. Im Hafen selber drehen wir auf der Stelle über Backbordbug und dann fahren wir rückwärts dann an unseren Liegeplatz ran. Diese Region hat der routinierte schwäbische Seemann schon häufig befahren. Das Einparken verläuft ohne Probleme. Sobald das Schiff nah genug an der Pier ist, wird eine kleine Leine ausgeworfen. Mit ihr wird die eigentliche Festmacherleine an Land gezogen, um sie an den Pollern zu befestigen. Thomas, heute sind wir aber pünktlich. Unfassbar, ich freue mich. Freuen dürfen sich aber auch die Passagiere. Vor allem in der Hauptstadt Panama City sind die vielfältigen kulturellen Einflüsse, die das Land im Laufe der Jahrhunderte geprägt haben, an jeder Straßenecke spürbar. Durch seinen Kanal hat Panama weltweite Berühmtheit erlangt. Er verbindet den Atlantik mit dem Pazifik. Wunder der Technik stehen heute aber nicht auf dem Tagesprogramm der Passagiere René und Iris. Ihr Ziel, die Fauna des mittelamerikanischen Landes. Wir haben heute geplant, auf eine Affeninsel zu fahren. Wir freuen uns schon darauf, was wir jetzt da entdecken können. Ist schon eher außergewöhnlich, dieser Ausflug. Und deshalb, ja, ich hoffe, wir erleben tolle Sachen. Ich hoffe, wir sehen alle Tiere. Zwar ist Panama prinzipiell kein unsicheres Reiseland, aber auf der einstündigen Fahrt durch Colón ist doch spürbar, das Stadtgebiet ist von großer Armut, aber auch Kriminalität geprägt. Colón ist eine Hafenstadt, wie man sich negativ eine Hafenstadt vorstellt. Also sehr dreckig und sehr zerfallen. Ja. Ist eher so der krasse Gegensatz, so ein ungutes Gefühl zu haben, wenn man mit so einem großen Kreuzfahrtschiff aus dem Luxus rauskommt, in so eine Armut. Ist eher für mich also ein ungutes Gefühl. Beklemmend, finde ich auch etwas beklemmend. Und man hat da wirklich ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man da einmal durchfährt und rechts und links guckt und ist schon komisch, ja. An ihrem Ziel, dem Gatunsee, zeigt sich Panama jedenfalls wieder von seiner besseren Seite. Guide Alejandro wartet bereits an der Anlegestelle. Er wird das Dürener Ehepaar zur Affeninsel fahren. Hallo. Hello. Hallo. My name is Alejandro. Nice to meet you. Okay, Iris. Hello, Alejandro. Hello. I'm René. Oh, René. Nice to meet you too. Okay. Okay. Okay, today we are going to do Monkey Island, yeah? Okay. You will see different species of monkeys. So, are you ready for watching monkeys? Yes, yes, yes. Ready. Okay, very fine. Go Thank ahead. You. Bei der Fahrt über den Gatunsee hat man den Eindruck, in ein ursprüngliches Naturparadies einzutauchen. Tatsächlich gibt es diesen Stausee aber erst seit 1913 als Teil des Panamakanals. Mit seinem Wasser werden die Schleusen des Kanals betrieben. Wir sind jetzt quasi so ein bisschen dem Kreuzfahrtschiff schon vorausgefahren. Ja, gucken uns das jetzt schon ein bisschen hier an.
ist schon beeindruckend. Da kommen große Schiffe auf uns zu. Mitten auf dem Panama-Kanal, also tatsächlich auch mittig zwischen Colón und auf der anderen Seite Panama City. Die rund 82 Kilometer lange Abkürzung zwischen Atlantik und Pazifik hat für den internationalen Schiffsverkehr eine enorme Bedeutung. It takes 8 hours to the ships crossing from one ocean to the other ocean. Okay. Okay. So obviously ships save a lot of time, and fuel, because surrounding South America takes 21 days. Yes. Yeah. Yes. So 21 days. Einmal ganz rum oder hier zu sagen einmal durch. Pro Jahr passieren rund 15.000 Schiffe den Panama-Kanal. Er ist nach dem Suezkanal die zweitwichtigste Wasserstraße der Welt. Jetzt schon mal vorab hier zu sehen, wie das hier aussieht und mal auch aus einer Sicht von einem kleinen Boot zu sehen, ist jetzt für mich schon anders, echt wirklich ein Highlight der Tour hier, muss ich ganz klar sagen. Dass es jetzt im Einklang mit dieser, mit diesem Monkey Island und was man hier so erlebt steht, ist für mich schon perfekt. Einen perfekten Ausflug zu erleben, das erhoffen sich auch die Passagierinnen Kirsten und Maren. Die beiden Schwestern haben an diesem Vormittag eine Expedition in den Regenwald gebucht. Wir fahren heute in einen Nationalpark und da gibt es wohl so eine Art Baumwipfelfahrt oder eine Aussichtsplattform bei sehr hohen Bäumen. Und von da aus soll man eine wunderbare Aussicht auf die Pflanzen- und Tierwelt haben. Von Colón aus trennt sie nur noch eine knappe Stunde Autofahrt vom Soberanía Nationalpark, der im Landesinneren gelegen ist. Hier werden sie bereits von ihrem Guide Tomás Roque erwartet. Hi, good morning. Hi. Hi, welcome to Panama Rainforest Discovery Center. Thank you. Als Naturschutzgebiet gibt es dieses Stück Regenwald seit 1980. Früher transportierten hier die spanischen Konquistadoren ihr Beutegold durch den Dschungel. Heute warten andere Schätze auf die Besucher. Rund 1300 Pflanzenarten sind hier heimisch. This is a black palm tree. So the palm tree produces this natural defense against animals. And the Indians, they collect this spike to use like darts to hunt animals in the tropical rainforest. So they put the poisons of the frogs in this one. Die zweibeinigen Ureinwohner sind jedoch nicht die einzigen, die hier Naturprodukte zu nutzen wissen. Hier laufen Blätter auf Ameisen. Reine Frauenarbeit übrigens. Wegen ihrer Bautätigkeit gelten die weiblichen Blattschneideameisen als Gärtner des Dschungels. In Spanisch, we call arrieras. Arrieras, das macht's jetzt auch nicht besser. Nee. Guck mal die ist riesig. Er krabbelt mich schon überall. Ich hoffe, meine Schuhe sind unattraktiv zum Hochkrabbeln. Ich trage ja auch keine Blätter, die man abschneiden kann. Dass sie so große Blätter abschneiden und noch tragen können, ist schon faszinierend. Aber mich hat mal eine Ameise ganz böse gebissen. Von daher bin ich jetzt auch kein Fan von so kleinem Getier. An Bord der Prinzessin herrscht Not am Mann. Weil eine Kollegin erkrankt ist, muss Gästebetreuer Bernd einen Bürojob übernehmen und den Posten des Sekretärs versehen. Ich bastel gerade an dem Tagesprogramm für den Panama-Kanal rum. Und da muss natürlich alles stimmen morgen, weil ich denke mal, morgen werden das ganz, ganz viele Leute lesen. Wann kommen wir ran und wann fahren wir in den Kanal rein? Das sind alles Zeiten, die in diesem Programm stehen. Das Ganze gilt ja als die Schiffsbibel für die Passagiere. Auch wenn Bernd skeptisch ist, ob sich wirklich alle über die frohe Botschaft freuen. Die neueste Zeit, die ich bekommen habe, ist tatsächlich 5 Uhr Lotsenaufnahme. Das heißt, wir werden um 6.30 Uhr schon die erste Schleuse passieren. Hoffentlich schimpft keiner, wenn ich das als, ins Tagesprogramm schreibe, diese Zeiten. Aber es ist halt der Panama-Kanal. Und ich glaube, da steht gerne jeder auf. Ob es jetzt Crew ist oder die Gäste, das ist das größte Highlight, was man mit dem Kreuzfahrtschiff eigentlich machen kann. So eine Passage durch den Panama-Kanal. Für viele ist das was Einmaliges, was Großartiges. Ein Wunsch geht für viele in Erfüllung, einmal da durchzufahren. Morgen ist es endlich soweit. Und dann ist es egal, welche Uhrzeit das ist. Dann stehen wir morgen alle früh auf, haben wir viel vom Tag. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die Nock erhält für die Kanaldurchfahrt ein provisorisches Dach. Zusammen mit Bootsmann Erik wird Schreinerpraktikant Günther eine Zeltplane aufspannen.
Also wir machen jetzt hier das Panama-Zelt fertig. Wir ziehen jetzt die Folie, also sozusagen das Dach auf, dass dann morgen, wenn wir dann durchfahren, dass dann alles, dass die Kapitäne hier geschützt sind. Good? Yeah, in the other side. Good? Okay. Okay. Das ist übrigens keine Gefälligkeit, sondern arbeitsrechtliche Vorschrift der Kanalbehörde, damit ihre Lotsen nicht den ganzen Tag in der prallen Sonne stehen. Windsicher muss die Konstruktion aber auch sein. Wir müssen halt jetzt sicherstellen, dass, wenn wir das fertig montiert haben und wir dann morgen durch den Panama-Kanal fahren, oder wenn wir durch den Panama-Kanal fahren, hier das, uns das Dach dann nicht davonfliegt. Deswegen sollte natürlich das so sicher wie möglich alles hier verbunden sein. Zwar steht für den morgigen Tag während der Kanalpassage kein tropisches Sturmtief in Aussicht, aber der Oberpfälzer Schreiner macht auch bei dieser Aufgabe keine halben Sachen. Wegfliegen darf es nicht. Der Bossum hat es ja kurz kontrolliert, deswegen sind wir sicher, dass es passt. Sonst haben wir ein Problem. Auf dem Gatunsee nähern sich Iris und René der Affeninsel. Von den hier lebenden Primaten bekommen die beiden als erstes die Weißschulter-Kapuzineraffen zu sehen. Was macht der jetzt? Ja, jetzt kommt er. Das ist er oben. Und gleich ist er unten. Weißschulterkapuziner gelten als gesellige und soziale Tiere. Noch einer, kann das sein? Besucher sind die Primaten hier gewöhnt. Guckt immer neugierig, aber kommt jetzt nicht auf uns jetzt zu. Jetzt ist die Pfoten. Ja, ja. Kommt da, komm. Süß sind die, ne? Ja. Es ist schon mega spannend. Dann kommen die hier auf das Dach gesprungen und dann sieht man immer die Füße hier durchgedrückt, wie die hin und her laufen. Dann kommt da ein Kopf runter oder da. Also es ist wirklich unwirklich. Man steht in so einem Wald und da kommt plötzlich so ein Affe raus und irgendwie denkt man, wo ist der Zaun hier ringsherum? Ja, aber ja. Es sind halt freilebende Tiere. Ja. Und nachdem sich die Affen von der Harmlosigkeit der Besucher vom Schiff überzeugen konnten, nehmen sie den Trupp genauer in Augenschein und gehen sogar auf Tuchfühlung. Das war gerade mega süß, als er hier rumlief und dann über einen drüber lief und so zutraulich und so weich. Ne? Gar keine Scheu, gar keine Scheu. Nee. Und die Pfoten, wenn die so einen berühren, sind total weich. Die stelle ich mir eigentlich so hart vor, ja. Und so. Alles total weich. Wobei, also ich hatte da ein bisschen Berührungsängste. Ich glaube, Iris war da ein bisschen mutiger. Ich hätte am liebsten mitgenommen. Währenddessen sind die beiden Schwestern Maren und Kirsten mit ihrem Guide Thomas weiter im Soberania Nationalpark unterwegs. Zu einer ganz besonderen Flugshow. Ach, wie cool, da sind schon ganz viele. Ich dachte ja, dass die eingesperrt sind. Ich dachte, es wäre so eine Vogelvoliere. Kolibris sind einzigartig. Sie können nicht nur in der Luft stehen, sondern seitwärts und rückwärts fliegen. Mit bis zu 80 Flügelschlägen pro Sekunde sind Kolibris eine echte Herausforderung für Fotografen. Ich krieg die nicht abgerichtet, die sind zu schnell für mich. The center supply water and sugar to them because they need a lot of energy because they move their wings very fast. They move like helicopters. They can move to in front and to the back. So they are like turning like this, not like this. Like but this, but in front and to back. Ah, okay, like this. Okay. Yes. Mm-hmm. Das macht auch so ein ganz eigenartiges Geräusch, also so ein Wummern, ne? Wummern, ja. Aber ganz, ganz hohe Frequenz. Ihr charakteristisches Fluggeräusch führte zu ihrem englischen Namen Hummingbird, zu Deutsch Summvogel. Die kleinsten Kolibris wiegen nur 2 Gramm und sind damit die kleinsten Vögel überhaupt. Ja, also es ist ein richtiges Spektakel hier. So viele Kolibris auf einem Fleck und dann alle wirbeln hier herum, man hat den Sound dazu und die trinken auch einiges, kämpfen und spielen miteinander, also hervorragend. Und während die Miniaturflugakrobaten hier ordentlich Energie tanken, geht es für Kirsten und Maren weiter zur nächsten Station.
Im Hafen von Colón sind Elmar Mühlebach und Reiseleiter Bernd inzwischen auf Shoppingtour. Dem Kapitän ist ein ganz besonderes Vorhaben zu Kopf gestiegen. Mir wird es jetzt auch langsam, ziemlich heiß. Und gerade morgen durch das Schleusen sind wir doch relativ viel draußen in der Sonne. Und da dachte ich, da muss ich auf jeden Fall noch mal den Bernd fragen, ob er Zeit hat, dass wir einen Hut einkaufen gehen. Mal schauen, ob wir das finden. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Ja, sehr gut. Zumindest kennt sich Bernd hier in Colón aus. Der Hamburger Shoppingberater lotst seinen Kapitän zielsicher zur touristischen Einkaufsmeile der Hafenstadt. Nach 10 Minuten Fußmarsch haben sie ihr Ziel erreicht. Hier sind ja schon mal Mützen. Da sind Hüte. Da wären sogar schon Farben. Oh ja, das sind noch einige Auswahl. Soll der denn schlicht sein? Soll das denn typisch Panama-Hut ja, sein? Ja, also genau. Ich trage auch Panama-Hut, aber tatsächlich nur, wenn wir im Panama-Kanal sind und in Panama oder in Ecuador. Da kommt ja ursprünglich aus Ecuador der Hut. Dann trage ich den auch ganz gerne. Ansonsten finde ich, das ist so ein alter Opa-Hut eigentlich irgendwie. Hey, ne? Einspruch, euer Ehren. Nee, das also finde ich schon. Echt? Also ja, nee. Also für den Panama-Kanal trage ich ihn gerne. Privat würde ich den niemals anziehen. Nein, da würde ich doch eher was anderes bevorzugen. Aber das geht ja jetzt um den Kapitän, der ist ja andere Meinung. Der ist ja schon Opa, oder was? Und ich sehe das tatsächlich so ein bisschen anders, weil finde ich einfach eine klassische Hutform auch und kann man eigentlich schon tragen, finde ich. Nur der ist. Der ist zu groß, ja. Auch wenn er aus Ecuador stammt, spätestens seit US-Präsident Theodore Roosevelt einen solchen Hut trug, als er den Bau des Panama-Kanals besuchte, wird er Panama-Hut genannt. Seitdem gibt es ihn in allen möglichen Variationen. So einen hat halt keiner, ne? Gut, aber dann lässt mich der Lotse nicht mal an die Hebel ran morgen früh, wenn ich ihn dann aufsetze. Dann sagt er, nee, das kann ja nicht sein. Okay. Und während die Einkaufsgemeinschaft vom Chef ein Modell nach dem anderen begutachtet, wird das Panoramadeck mit Palmenblättern geschmückt. Bei der Kanaldurchfahrt sollen verschiedene Veranstaltungen die Passagiere in karibische Stimmung versetzen. Küchenchef Jörg Schwab kümmert sich persönlich darum, dass alles perfekt wird. Hallo. So, I'm waiting for the string. Not the big one, all the small one. Ja, wir haben ja morgen das Barbecue und die Barbecue-Party hier und die dekorieren jetzt hier. Und dann habe ich gesagt, ich soll die kleinen nehmen, weil wenn sie groß nehmen, brechen alle. Und die großen brauche ich da unten für die Havanna-Lounge. Und eine Havanna-Lounge schon. Deswegen sollen sie alle die kleinen nehmen. Das ist aber das, wenn du nicht dabei bist, dann machen sie was sie wollen. Wieder so schnell, schnell feiern. Ah, you see? Clever, hä? Very passa. Ja. Die Palmenzweige wurden bereits im letzten Hafen Cartagena geliefert und, wie es die strengen Hygienevorschriften verlangen, an Bord desinfiziert. Auch Hotelmanager Mario Schuschel freut sich auf das Grillen unter Palmen, das morgen hier stattfinden soll. Also wir machen ja die Dekoration jetzt besonders schön, weil wir durch den Panama-Kanal fahren und selbst für mich ist es eine Premiere. Also ich bin in der glücklichen Situation, für mich selber jetzt zu sagen, ich fahre dieses Mal das allererste Mal durch den Panama-Kanal. Ich stelle mir das relativ spannend vor. Ich komme vom Fluss eigentlich. Also Schleusen kenne ich, aber die Dimensionen der Schleusen sind natürlich im Panama-Kanal etwas anders. Und also ich bin wirklich persönlich sehr, sehr gespannt und freue mich ganz narrisch drauf. Unter den kritischen Augen von Aushilfsmodist Bernd hat der Kapitän mittlerweile ein Dutzend Modelle probiert. Der richtige Hut war noch nicht dabei. Ach, das war 58. Das waren 60. Also 57 ist hier. 57 ist vielleicht mal anprobieren. 57 ja. Ist. Ich hab schon gesehen, der Kapitän sieht ein bisschen aus wie Al Capone, wenn er den Hut trägt hier. Ja. Bisschen, oder? Ja, ist schon gar nicht schlecht. Ja. Den legen wir mal auf die Seite. Okay. Ja, ich bin ja der Modeberater heute vom Kapitän. Wobei ich sehe heute aus wie ein Zahnarzt eigentlich. Ja, ne? Oder ob du gerade so vom Golfplatz kommst. Vom Golfplatz, den Tennislehrer. Genau. Und Tennislehrer, gerade genau, wenn du ein Racket schwingst oder so. Aber mir ist der Zahnarzt am liebsten. Okay. Ne? Ganz in Weiß. Ja. Haben wir Roy Beck gesungen, ne? Ja, sehr gut. Okay. Dann lassen wir den mal hier und wir können da hinten, da habe ich noch ein anderes Schaufenster nämlich gesehen. Okay. Da liegen auch noch Hüte. Ja. Vielleicht sind da ja, ist da noch was anderes dabei. Okay, ach ja, da muss man hier durch dann. Ja, man kann hier so durchlaufen. Okay. Ach, hier gibt es auch wieder alles, ne? Ja, das ist doch meine klasse. Güte. Ach, hier, guck mal an.
Also spätestens bei diesem Angebot müssen sie doch fündig werden. Im Gegensatz zu vielen seiner Geschlechtsgenossen ist der Kapitän kein völliger Shoppingmuffel. Wirklich so am Wochenende ganz gerne in der Stadt und so ein bisschen shoppen. Allerdings so zeitlich begrenzt, also so alles, was dann mehr als 2 Stunden ist und so. Und wie gesagt, die Gattin und Tochter, die halten dann länger durch. Und dann meistens brauche ich dann eine Kaffeepause dann. Aber an die ist im Moment ja gar nicht zu denken. Mit seiner Hutwahl beweist der Kapitän klassischen Modegeschmack. Auch Winston Churchill, John Rockefeller oder Ernest Hemingway gehörten zu seinen Trägern. Und der passt. Also nochmal testen, ja? Nee. Ist gut. Und der passt auch knackig, schön fest drauf. Und wenn eine Windböe kommt, dann fliegt er auch nicht weg. Ja, alles klar. Ah, sehr gut. Wunderbar. So, dann gehen wir zur Kasse, ne? Diese Stilikonen aus Stroh können schnell über 1.000 Euro kosten. Der sparsame Schwabe hat mit 25 Euro ein echtes Schnäppchen gemacht. Da macht ja auch ein bisschen was her, der Hut. Das wäre ja schlimm gewesen, wenn wir jetzt so ein buntes Ding gekauft hätten. Für den Kapitän haben wir jetzt den richtigen Sonnenschutz gekauft. Und ja, jetzt können wir den Panama-Kanal fahren. Wir sind gerüstet. Jetzt hoffe ich nur, dass wirklich morgen auch die Sonne scheint. Heute Vormittag, als wir angekommen sind, das ging ja bis zum Nachmittag, schien ja nicht mal die Sonne. Aber davon gehe ich jetzt aus einfach. Ciao. Dankeschön. Ja Mensch, das ging ja jetzt rucki-zucki, wa? Ja, super. Hammer's. Nicht mal eine Stunde hat's gedauert. Ich bin begeistert. Begeistert sind auch die Schwestern Kirsten und Maren. Mit ihrem Guide Thomas sind sie tiefer in den Dschungel eingedrungen und stoßen im Unterholz auf einen sonderbaren Bewohner. Wow, was ist das denn? Das ist ein Grodins, located on the floor of the forest. And they are looking for the first fall down of the trees of the monkey drop. They get and they will eat. And when they are full, they put in the hole, the cover, and when they try to recuperate the food, they forgot where they put the fruit. Ah, like a squirrel. Yeah. So they reproduce or they spread out the fruit in the tropical rainforest too, in the soil. Also sieht aus wie ein ziemlich dickes Meerschweinchen oder so eine Art Riesenmaus, heißt wohl Agouti, habe ich noch nie gesehen und noch nie von gehört. Also ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass wir wirklich so viele Tiere sehen. Ich habe gedacht, wir machen jetzt einen Waldspaziergang. Von daher bin ich jetzt eher überrascht, dass wir quasi alle paar Meter irgendwas rascheln hören oder gucken können und wirklich auch Tiere sehen. Und gleich steht Ihnen ein letzter, im wahrsten Wortsinn, Höhepunkt bevor. Sie erreichen eine Aussichtsplattform mitten im Regenwald. This one is the observation tower in Panama Rainforest Discovery Center. And from the top of this tower, you can appreciate all the national park, the forest, and the birds are moving. Keine Höhenangst vorhanden. Eher faszinierend, dass man hier mitten in den Dschungel so eine Art Baumhaus reingebaut hat mit Wendeltreppe. Also es sieht spektakulär aus. Der Aussichtsturm ist Teil eines Ökotourismus- und Umweltbildungsprojekts. Sein Ziel ist die Erhaltung der heimischen Vogelvielfalt hier im tropischen Regenwald. Cool mit den Lianen, ne? Oh ja, von unten schon ein bisschen gesehen, aber die Perspektive ist noch besser. Jetzt so einmal durchschwingen. Ich möchte gerne über die Baumwipfel gucken. Sollen wir noch höher? Ja. Geht ja noch ein Stück. Vamonos! Die oberste Aussichtsplattform befindet sich in 32 Metern Höhe, direkt über dem Walddach. Yes, geschafft. Oh wow, ist das cool. Und hier geht ein kleines Lüftchen, ist auch praktisch. Ha, mega cool. Krass, so hier rüber zu gucken, ne? Ja. Ja, ist schon ein einzigartiger Blick hier drüber. Auch so sehr grün. Weitläufig, ne? Und ich hätte nicht gedacht, dass man tatsächlich über den Wipfeln ist. Ja. Also ich hätte gedacht, man hängt so drin, aber hier hat man jetzt wirklich eine Sicht mehrere Kilometer weit. Insgesamt erstreckt sich der Park über eine Fläche von 221 Quadratkilometern. In etwa so groß wie Düsseldorf, nur viel grüner. Das ist jetzt so ein richtiger Moment zum Durchatmen, einfach mal innehalten und den Blick genießen. Und das finde ich das Schöne an einem Urlaub, dass man diese Momente immer wieder zwischendurch hat. Egal, was für Trubel ist. Und wenn wir gleich schon wieder an den letzten Einschiffungstermin und an die Zeit denken, jetzt ist erstmal einmal durchatmen und genießen angesagt.
Auf ihrer Bootstour über den Gatunsee umrunden Iris und René weiter die Affeninsel. Die Primaten, deren Revier sie sich jetzt nähern, sind bereits in Sicht, vor allem aber in Hörweite. So we will see a howler monkey. Yeah. Yes. A howler monkey is very territorial. Yeah. Okay. And that's the reason they produce a sound like very loud. Yes. Yeah. Also er hat uns als Feind angesehen quasi und hat sie so uns weggebrüllt. Genau. Ja. So, wie er jetzt anmacht, ne? Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir wirklich alle Affenarten hier sehen. Ne? Wir sind dann wo dran gefahren und auch auf Lockrufe oder auf dieses Motorengeräusch, dass sie darauf so reagieren. Da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Dass wir ja, wobei unser Guide hatte ja auch jeden Trick hier drauf, gerade den Motor laufen zu lassen, damit der Affe uns quasi wegbrüllt, weil er einfach sagt, hör mal, ihr habt hier nichts verloren. Ja, das, die Jungs haben es auch drauf hier. Ne? Uns so hier den Affen nahe zu bringen, ist schon, ja. Schon gut, ja. Unzweifelhaft gilt der Brüllaffe als das lauteste Tier in der Fauna Panamas. Sein Gebrüll dient vor allem der Kommunikation verschiedener Gruppen untereinander. Und zu nahe kommen sollte man ihm auf keinen Fall. Brüllaffen habe ich, glaube ich, nur im Fernsehen gesehen oder hat man schon mal einen im Zoo? Nee. Also meine Frau nennt mich schon mal Brüllaffe, dabei habe ich gar keine Ähnlichkeit jetzt mit dem Tier. Ich weiß gar nicht, was sie immer meint. Ja, tja. Da gibt es offenbar noch Gesprächsbedarf. Jetzt aber genießt das Dürener Ehepaar schweigend die Rückfahrt zur Anlegestelle. In einer Stunde müssen die beiden wieder zurück auf dem Schiff sein. Thank you for an amazing trip. Thank you so much. Very fine. Bye bye. Thank you. Bye. Enjoy. Bye. Okay, bye bye. Es war halt ein toller Ausflug. Also mir hat es echt Spaß gemacht, durch die Landschaft hier erstmal mit dem Bötchen rumzucruisen sozusagen. Einmal quer über den Panama-Kanal mit den großen Schiffen, dann nachher zu den Affen. Ich fand es echt klasse. Wenn am Abend die Sonne im Atlantik versinkt, steigt die Stimmung auf der Prinzessin. Eine lokale Folkloregruppe sorgt auf Deck 11 für karibisches Flair bei Crew und Passagieren. Morgen ist die Prinzessin schon auf einem neuen Weltmeer unterwegs. Wir verlassen morgen wirklich die Karibik und auch den Atlantischen Ozean natürlich, ne, wenn wir morgen durch den Panama-Kanal fahren. Jetzt haben wir noch eine Folklore an Bord bekommen, die hier noch mal ordentlich Stimmung machen wird. Die panamaische Folklore ist eine bunte Mischung aus afrikanischer, mittelamerikanischer und europäischer Kultur. Das ist der Rhythmus, wo man mit muss, auch Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis. Rhythmus pur. Und zwar in allen Körperteilen, die man da bewegen kann. Das schaffen wir Deutsche halt so nicht. Und das merkt man in jedem Ausdruck, in jedem Gesichtsausdruck. Wir haben eine Riesenfreude daran. Das ist ja das Lebensfreude überspringen und mal gucken, wie viele Gäste mittanzen. Aber so wie es aussieht, halten sich die vorwiegend deutschen Gäste eher an deutsche Bräuche. Ob Trink- oder Tanzkultur, Hauptsache es wird gefeiert. Wir haben ja leider bisher immer nur wenig von Land und Leuten jetzt kennengelernt am heutigen Tage. Deshalb ist das so ein bisschen die Einstellung für meine Panama-Kanalfahrt und vielleicht auch ein bisschen das Schleusen mal zu erleben und so einfach mal einstimmen mit dem richtigen Bier dazu und den richtigen Freunden an meiner Seite bzw. meiner Frau. Allzu lang werden die vier heute jedoch nicht mehr feiern, denn morgen heißt es früh aufstehen. Am nächsten Morgen ist die Prinzessin als zweites Schiff für die Kanalpassage eingeplant. Um 5.30 Uhr geht der erste Lotse an Bord. Panama-Kanal ist nach wie vor immer noch eine ganz besondere Passage, ein ganz besonderer Tag, der wie auch heute Morgen sehr früh beginnt und der auch dann gleich Schlag auf Schlag losgeht mit den Kartonschleusen. Und wir werden das Schiff dann über 16 Meter insgesamt anheben, um den Kartonstausee befahren zu können. Für die Durchfahrt durch das komplexe Kanal- und Schleusensystem werden voraussichtlich 11 Stunden benötigt. Selbst für Kanalveteran Thomas Gleis ist diese Passage immer wieder ein Erlebnis.
fahren ja durch die alten Schleusen und dann, wie das gemacht wird und wie die Technik funktioniert. Und das im Zusammenspiel halt mit einem großen Schiff, was dort reinfährt, relativ gesehen, ist für Männerglocken ein riesen Kinderspielplatz und einfach nur Hut ab und Überlegungen, wie viele Menschen hier gearbeitet haben, wie viele Menschen leider auch gestorben sind, um diesen Kanal zu bauen. Das ist eine unfassbare Leistung und heute dürfen wir die erleben. Weltweit ist dies auch der einzige Kanal, wo der Kapitän sein Kommando direkt an den Lotsen übergeben muss. Das ist hier Bedingung. Elmar Mühlebach ist dennoch bester Laune. Besonderer Moment ist natürlich immer die Einfahrt. Da ist es meistens noch hektisch. Die Lotsen kommen hintereinander, die kommen nicht zur gleichen Zeit. Jetzt ist gerade der zweite Lotse gekommen, die Mannschaft kommt und das ist, muss sich alles einspielen. So spätestens nach dem ersten, wenn wir dann drin sind und dann geht es in der ersten Schleuse los, dann beruhigt sich das alles wieder und dann kann auch ich dann wieder genießen und diese Wahnsinnsdurchfahrt dann wirklich genießen einfach. Die zahnradgetriebenen Treideloks sind aber nicht nur ein Blickfang für Männer. Auch Marin und Kirsten sind technikaffin. Kirsten kennt sich sogar mit den Details aus. Und jetzt machen die normalerweise die Seile von der Lok, diese Stahlseile, die legen die jetzt eigentlich nach innen und dann kann die Lok halt losfahren, um uns zu stabilisieren. Also. Die Lokomotiven ziehen das Schiff nicht durch die Schleuse, sondern stabilisieren es gegen die Strömungen in der Schleusenkammer, damit das Schiff nicht gegen die Wand schrammt. Zentimeterarbeit für die Profis. Es ist ein magischer Moment und ein einzigartiges Erlebnis, jetzt hier durch den Panama-Kanal zu fahren. Von daher, dafür stehe ich total gerne früh auf. Je nach Größe des Schiffes sind 4 bis 8 Treidellokomotiven im Einsatz. Und wie den gleichnamigen Lasttieren hat man ihnen hier den Spitznamen Mulis verliehen. Sie können das Schiff wirklich fast auf einen Zentimeter genau halten, genau in der Mitte. Und auch wenn der Wind von der Seite kommt und so, dann halten die ganz schön. Und er führt das Kommando mit den Loks. Das ist wirklich ein gemeinsames Zusammenspielen, sorgen dafür, dass das Schiff genau immer dann mit dem richtigen Abstand hat. Und ich sorge dafür, dass so circa 2 Knoten, das ist die Geschwindigkeit, da habe ich auch noch Wirkung auf dem Ruder und kann das Schiff manövrieren und fahre dann immer mit der richtigen Geschwindigkeit und die Loks halten zusätzlich auch noch fest. Gerade bei Wind ist es wichtig. 2 Knoten entspricht normalem Schritttempo. Eine angemessene Geschwindigkeit, um dieses majestätische Spektakel bewundern zu können. Jetzt war gerade der Sonnenaufgang, das Licht ist gerade schön zum Fotografieren und es macht jedes Mal wieder Spaß. Und es ist auch sehr aufregend, hier durchzufahren. Und selbst ich stehe morgens um 5:30 auf, um mir dieses Spektakel nicht zu entgehen. Die Aussichtsdecks sind jedenfalls voll besetzt, als sich die Prinzessin der zweiten von insgesamt 3 Schleusenkammern nähert. Also das kann ich gar nicht sagen, das wievielte Mal ich hier durchfahre, weil ich weiß es nicht, warum ich es nie mitgezählt habe. Aber es ist einfach nur schön und ich freue mich jedes Mal wieder wie ein kleines Kind. Die Schleusentore öffnen sich und das Schiff wird ein weiteres Stück angehoben, um später den 26 Meter über Meeresniveau liegenden Gatunsee befahren zu können. Seit über 30 Jahren steuert Lotse Eric Hendricks Chalaram hier Passagier- und Frachtschiffe durch dieses Nadelöhr. Die Schleusen sind der schwierigste Teil der Durchfahrt. Wie bei einem Flugzeug. Start und Landung sind die kritischen Momente. Die Passagiere René, Iris, Kirsten und Marin wechseln die Aussichtsplattform, damit sie auch wirklich keine Sekunde verpassen. Das Coole ist, dass hier die Schleusenkammern 3 Stück hintereinander sind in dieser Schleuse. Und es sieht so aus, als würde in der nächsten Kammer das Schiff schon schweben, weil natürlich der Höhenunterschied jetzt auch schon echt viel ist. Sie bekommt von dem ganzen Rhein gar nichts mit. Küchenpraktikantin Laura. Für sie gilt seit Sonnenaufgang schnibbeln statt schleusen. Ich bin eigentlich direkt nach dem Aufstehen in die Küche. Und das sind ja nirgendwo Fenster, man kann ja nirgends rausschauen. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, wo wir gerade sind im Panama-Kanal. Aber später gehe ich mal hoch und dann weiß ich's. Vorher aber muss sie noch jede Menge Ingwer zerkleinern. Für das große Barbecue, mit dem die Kanalpassage kulinarisch gefeiert werden soll.
freue mich eigentlich schon drauf, das zu sehen, weil es ist eigentlich schon so ein Highlight. Und ich würde dann schon gerne mal rausschauen und auch zuschauen, wenn wir da so diese drei Etappen hochfahren. Das würde mich schon sehr interessieren, ja. Das wird sie wohl kaum schaffen. Denn die Prinzessin erreicht bereits die dritte und letzte Schleusenkammer. Die Mulis ziehen noch einmal an, um die Prinzessin in der Spur zu halten. Dann schließen sich die hinteren Tore wieder und mit dem Schiff geht es sanft nach oben. Also unvorstellbar tatsächlich, dass das alles von Menschenhand geschaffen worden ist. Allerdings darf man auch nicht vergessen, es gab hier im Laufe der Zeit 25.000 Tote. Das finde ich auch erschreckend. Ja, im leider, Gegensatz. Ja. Na, also Tropenkrankheiten oder Unfälle, das ist auch erschreckend, ja. Eher. Ne? Aber wie gesagt, imposant, wenn man das wirklich sich vorstellt, dass das da von Hand gemacht wurde, sozusagen. Nicht mit Maschinen, wie man das heutzutage alles hat. Ja. Ja. Schließlich öffnen sich die Schleusentore und die Prinzessin kann den Gatunsee überqueren. Bis hierhin ist alles perfekt. Und somit ganz im Sinne von Kapitän Elmar Mühlebach gelaufen. Erfolgreich, absolut erfolgreich. Mit Sonnenaufgang sind wir in die Kantun-Schleusenanlage gefahren. Das erste Becken hatten wir ziemlich genau 7 Uhr und sind sehr gut durchgekommen. Jetzt gerade die Manöverleute auf den Stationen vorne und Achtern, die verlassen uns jetzt bereits schon. Der Lotse hat mir gesagt, wir haben genug Zeit, um die Schönheit im Kanal genießen zu können. Von Genuss erleben kann auf Deck 11 im Moment noch keine Rede sein. Eher von Genussvorbereitungen. Küchenchef Jörg Schwab ist beim Endspurt für sein Barbecue-Buffet, das in einer Stunde eröffnet werden soll. Ja, wir sind ja im Panama-Kanal tropisch. Soll ja auch Barbecue sein, tropisch. Also mache ich tropisch. Kulinarisch ist der Mann jedem Längengrad gewachsen. Hauptsache, man hat für jede Witterung stets die entsprechende Garderobe im Gepäck. Ich denke mal, wir haben bestimmt schon über 30 Grad und es wird noch heißer hier. Aber wir werden keine Kochjacke anziehen, wir werden Hawaii-Hemd anziehen, aber wir ein bisschen frische Luft haben. Nicht nur die Temperaturen steigen, auch das Stresslevel. Denn plötzlich verweigert einer der Grills seinen Dienst. Im Grill funktioniert die Flamme nicht, ich gehe da mal aus. Das haben wir schon beim Beef auch schon gehabt. Ich habe das Gefühl, wir haben ein komisches Gas an Bord. Und das, bei dem jetzt auch wieder nicht funktioniert, dann habe ich das Gefühl, das liegt am Gas. Da bleibt also nur zu hoffen, dass jetzt jemand eine zündende Idee hat. In der Schreinerei auf Deck 5 hingegen herrscht eher gemütliches Treiben. Praktikant Günther soll neue Hinweisschilder anfertigen. Auch er hat von der Kanalpassage bislang nichts mitbekommen. Man kann sich ja nicht aussuchen. Wir könnten jetzt auch irgendwo in einem Hafen liegen und ich müsste hier arbeiten. Deswegen ist es halt immer so. Arbeit muss gemacht werden. Aber ich habe die Pausen dann hochzugehen. Und außerdem ist es gerade ein bisschen zu heiß. Bin ich ganz froh, hier unten zu sein. Als Schreinerpraktikant übernimmt der Oberpfälzer an Bord Aufgaben, die über die reine Schreinertätigkeit an Land hinausgehen. Hier muss er sich mit allen möglichen Werkstoffen auskennen. Heute ist Acryl an der Reihe. Also ich habe jetzt hier noch überall Zwingen drauf gemacht zum Pressen. Hinten am Eck, da mache ich jetzt dann noch Klebestreifen hin, dass es ein bisschen runterdrückt. Und dann passt das Ganze und muss trocknen, ein paar Stunden, und dann können wir weiterarbeiten. Und vielleicht kann er in der Zwischenzeit doch einen Blick auf die Kanalpassage werfen. Fast die Hälfte der Strecke hat die Prinzessin bereits zurückgelegt. Und jetzt grillen nicht nur die Passagiere in der prallen Sonne, sondern gleich auch saftige Steaks auf dem vom Küchenchef reparierten Gerät. Grill geht, es lag an der Düse, die war verkehrt rum eingebaut. Deswegen konnte auch kein Gas rauskommen. Aber jetzt läuft, alles gut. Da kann Jörg Schwab für sein karibisches Barbecue jetzt endlich alles auffahren, was das Herz begehrt. Es gibt alles. Es gibt Paella, Steaks, Würstchen, alles. Alles, was wir wollen. Ich habe heute Vollgas. In einer Viertelstunde soll das Buffet bereits eröffnet werden. Und auch Hotelmanager Mario Schuschel unterstützt seinen Küchenchef, damit der Höhepunkt der Reise auch ein kulinarischer Volltreffer wird.
ist ja eines der Highlights dieser Reise. Und ich persönlich muss dazu sagen, eindrucksvoll, schön und vor allem jetzt mit einem großen Schiff quer durch den Dschungel zu fahren, noch nie sowas erlebt. Also Highlight bleibt Highlight. Und das kann jetzt auch endlich Schreinerpraktikant Günther zumindest für kurze Zeit genießen. Auf Deck 7 am Bug des Schiffes hat die Crew ihren eigenen Außenbereich zum Pausieren. Die Ruhe auf dem Schiff hat man ja nie so richtig, weil es ist immer irgendwie was los. Deswegen sind solche Momente dann schon mal ganz gut, wenn man ein bisschen abschalten kann und ein bisschen die Ruhe finden kann. Deswegen sind dann diese Augenblicke auch die besten, wo man dann genießen kann. Und weil er von der Kanalpassage bislang so gut wie gar nichts mitbekommen hat, ist dieser Ausblick umso beeindruckender. Also hier, glaube ich, ist noch tatsächlich die Wildnis, weil hier alles unter Naturschutz steht. Deswegen ist es mal ganz schön, das hier anzuschauen. Was natürlich auch ein bisschen so den Widerspruch bringt, wenn man auf dem Kreuzfahrtschiff ist und mit Naturschutz. Das ist dann wieder das andere. Aber nee, auf jeden Fall mal schön hier anzuschauen. Aber es ist hier auch verdammt warm. Und man soll, glaube ich, ein bisschen mit der Sonne aufpassen heute. Deswegen werde ich jetzt dann auch wieder in den Schatten gehen. Auf dem Lido-Deck ist es endlich soweit. Das große karibische Barbecue kann beginnen. Küchenpraktikantin Laura darf an die frische Luft und erhält ein letztes Briefing vom Chef. Was haben wir heute? Einmal das Schweinenackensteak. Ja, mit was mariniert? Mit Chili. Nein, mit Bier. Bier? Dann einmal Bratwürste, ja. Fein. Ja. Dann einmal die scharfen Cevapcici, ja. Und der Lachs mit Früchten. Lachs und? Mit Früchten, ja. Melone halt und viel Butter. Jawohl. Jetzt kann die Fränkin jedem Buffet-Gast Rede und Antwort stehen. Das Open-Air-Event ist jedenfalls ganz nach Lauras Geschmack. Es ist immer schön, draußen zu sein, auch wenn es sehr warm ist. Aber das vergisst man einfach. Vor allem, wenn man halt dann so viel zu tun hat und mit dem Ausblick, was gibt's Besseres? Bestens bedient werden jedenfalls die Passagiere. Auch Iris und René lassen sich von Grillguru Jörg ordentlich aufladen. Nicht nur die Stimmung, auch die Temperaturen steigen. Mittlerweile herrschen hier über 30 Grad. Also mir tut echt leid, bei der Hitze hier hinterm Grill zu stehen. Es ist echt sehr warm. Ich möchte nicht tauschen. Hitzebeständig ist aber heute nicht nur die Küchencrew. Auch die Schwestern Kirsten und Maren haben ihren Platz an der Sonne gefunden. Hallihallo, habt ihr noch Platz 2 für uns? Na klar. Perfekt. Ich wieder Und so hat die Reisegesellschaft nochmals Gelegenheit, sich über den ereignisreichen Tag im Panamakanal auszutauschen. Also der Tag fliegt schnell vorbei. Wir sind schon früh aufgestanden, haben eigentlich noch mal mehr Stunden am Tag gehabt. Aber wir sind jetzt schon halb durch den Panamakanal und ja, es geht schneller als gedacht. In einem sind sich die vier aber unzweifelhaft einig. Oh, wie schön ist Panama. Wenn du jetzt hier oben stehst, guckst du das Ganze an mit den Palmen und Barbecue und so. Schon ein bisschen Urwaldfeeling hier. Ja, und dann rechts und links dann die Landschaft noch in dem Kanal. Was man da mal alles sieht, ist echt interessant. Schreinerpraktikant Günther ist an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Seine Pause auf dem Crewdeck hat er hinter sich. Und den nächsten Arbeitsschritt bei der Herstellung des Hinweisschildes vor sich. Also nachdem jetzt das Silikon des Sikaflex ausgetrocknet ist, mache ich jetzt noch die Kantenbearbeitung und schleife jetzt die Kanten ein bisschen nach und danach möchte man es dann montieren. Auch wenn er dafür nur ein Teppichmesser zur Verfügung hat, diese Aufgabe erledigt der gelernte Schreinermeister mit links. Wichtig ist halt jetzt hier, am Schluss, dass keine scharfen Kanten sind, dass man die am Schluss eben auch noch bricht hier. Und klar, man muss mit dem Werkzeug muss man immer aufpassen, dass man sichere Handhabung hat. Aber da muss man halt besonders drauf achten. Und dann ist das Werkstück eigentlich schon montagefertig und kann dorthin geschraubt werden, wo es hingehört. Das sind jetzt die Schilder eben für die Rescue-Boote. Das ist eigentlich eine Anleitung, wie es funktioniert. Also das Rescue-Boot so schnell wie möglich, dass man das dann zu Wasser bringen kann und dann halt Leben retten kann.
Von einer Havarie ist die Prinzessin glücklicherweise denkbar weit entfernt. Ganz entschleunigt gleitet sie über den Gatunsee. Kapitän Elmar Mühlebach liegt zeitlich gut im Plan. Wir sind jetzt wirklich sehr schnell unterwegs. Heute Morgen hieß es noch, wir sollen eventuell sogar ankern, 3 Stunden oder sehr langsam fahren. Aber in der Zwischenzeit sind wir wieder flotter gefahren und sind gut in unserem Zeitrahmen. Wir werden auf jeden Fall bei Tageslicht noch im Pazifik sein. Auf der Pazifikseite warten abermals 3 Schleusenkammern, die das Schiff zurück auf Meeresspiegelniveau bringen. Und wie bei der Kanaleinfahrt muss auch hier das Schiff in den Kammern stabil vertäut werden. Hier ist es tatsächlich üblich, dass die ersten Leinen, die Wurfleinen mit dem Boot kommen. Ja. Hier ja, das ist total, deswegen nicht zu schnell fahren, das ist natürlich ein kleines Boot, aber funktioniert, ist gut. Am bekanntesten sind die 2 Kammern der Miraflores-Schleuse. Hier gibt es auch eine Aussichtsplattform für Touristen, die im nahegelegenen Panama City Urlaub machen. Da sind ja wirklich ganz viele Gäste und gucken sich dieses Schauspiel in der Schleuse an. Ein Passagierschiff ist immer was Besonderes. Ich hätte gern gegrüßt natürlich und das freut die auch, aber man muss fragen. Und er meinte, wenn wir aus der Schleuse heraus sind, dann dürfen wir mal grüßen, weil kann sogar Strafe verlangt werden, wenn man nicht fragt. Ist normalerweise nämlich verboten. Also wenn wir dann draußen sind, dann versuche ich auch noch mal zu grüßen. Jetzt aber haben die Passagiere noch einmal Gelegenheit, einen letzten Blick auf das Geschehen rund um eines der ambitioniertesten und faszinierendsten Bauprojekte aller Zeiten zu werfen, bevor sie wieder in See stechen. Ich fand das mega interessant, durch den Panama-Kanal zu fahren. Heute Morgen erst mal auch im Sonnenaufgang, mit dem Licht sah schon mal schön aus. Und dann diese Schleusen, dann der Kanal selber, beziehungsweise dieser Gatunsee, ist ja eine ganz tolle Landschaft mit tollen Inseln. War schön anzugucken, da durchzufahren, die anderen großen Schiffe zu sehen. Und jetzt das Rausfahren ist auch spannend. Und nach dieser Laola-Welle trennt sie jetzt von den Wellen des Pazifik nur noch eine Dreiviertelstunde. Die Lotsen haben ihren Dienst getan und gehen von Bord. Jetzt hat der Kapitän wieder das alleinige Kommando über seine Prinzessin. In fast neuer Rekordzeit haben wir den Kanal durchfahren, was natürlich einerseits ein bisschen schade ist, weil er so wunderschön ist. Aber wir sind jetzt schon auf Meeresniveau, Pazifik-Meeresniveau, und dann ist hier Pazifik angesagt. Wunderschön. In der nächsten Folge. In Manta bestaunt der Kapitän traditionellen Bootsbau Marke Ecuador. Oh, Arbeitsschutz wird hier groß geschrieben. Während an einem Traumstrand die Ruhe trügt. Da wird man schon ganz schön reingezogen. Ich glaube, meine Kinder würde ich da nicht reinlassen. 2 Schwestern lernen, ein echter Panama-Hut braucht seine Zeit. Wow, 6 Monate. Und an Bord geben die Artisten den Rhythmus vor.